whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich Ihnen wieder ein Sortiment aus drei 0,2 Liter Single Malt Whisky Flaschen mitgebracht. Und ich habe Ihnen hier nochmal ein Video zum Einblenden. Da habe ich Ihnen bereits schon mal zwei Miniatursortimente von den Classic Malts of Scotland vorgestellt. Und die Classic Malts of Scotland sind Anfang der 90er Jahre entstanden. Und man hat diese Flaschen gemeinsam beworben unter diesem Namen. Und irgendwann merkten die Eigentümer der Brennereien, oh, wir haben ja viel, viel mehr tolle Single Malt Whiskys. Warum sollen wir uns da auf diese sechs Classic Malts of Scotland beschränken? Dann hat man gesagt, jetzt machen wir eine Classic Malts Selection. Da hat man dann 12, 13 verschiedene Flaschen reingepackt. Hat aber gemerkt, so ganz gut verkaufen, marketingtechnisch, wie die Classic Malts lassen die sich nicht. Und deshalb hat man dann den alten Namen Classic Malts of Scotland wieder eingeführt für die ursprünglichen sechs Single Malt Whiskys, die ich in dem Video gerade vorgestellt habe. Und man hat jetzt die anderen Flaschen jetzt unter der Classic Malt Selection weiterlaufen lassen. Und wer da nicht so genau aufpasst, kriegt da die Unterschiede auch nicht mit. Macht ja auch nichts. Das Schöne daran ist, dass man hier eine Mischung aus drei verschiedenen Single Malt Whiskys in einer Packung gemeinsam hat, natürlich nicht vermischt, sondern in einzelnen Fläschchen. Und diese Fläschchen jetzt nicht so ganz super klein sind, dass man da nur einmal am Abend was davon hat, sondern hier kann man schon mal mehrere Abende nacheinander probieren und auch bei verschiedenen Gelegenheiten nach verschiedenem Essen und. Kann man also schon ein bisschen was machen. Und hier drin sind nun drei schon etwas speziellere Flaschen, die sich von dem ganzen Durchschnitts einerlei, jetzt negativ gesagt. Also, dass sich jetzt von den ganzen normalen Single Malt Whiskys etwas abhebt. Und zwar zum einen der Talisker, 10 Jahre, den kennen wir schon aus dem Classic Malt Sortiment Strong, das war das Grüne, als sehr würzigen, pfeffrig-würzigen Single Malt Whisky von der Insel Skye. Und da sagt man ihm auch nach, der hätte so auf modernen so einen Chili Catch. Gut, Chili ist momentan Mode, tut man jede Schokolade rein und so. Naja, also der ist pfeffrig, würzig. Der zweite ist der Kleinlisch. Der liegt nun an den nördlichen Highlands, an der Ostküste von Schottland. Und der Kleinlisch ist, ja, hat schon einen gewissen maritimen Meerescharakter. Da ist also mehr drin, manche sagen immer eine gewisse Salzigkeit nach. Also das ist schon ein etwas intensiverer Single Malt Whisky. Und der Carl Ila, jetzt mit 12 Jahren, auch da ist das Etikett ein bisschen schief. Der Carl Ila mit 12 Jahren, der ist nun die volle Rauchbombe, der ist kräftig von der Insel Isla mit starker Rauchigkeit. Ja, dieses Sortiment ist also nichts für Weicheier, sondern schon für Leute, die gerne einen etwas kräftigeren Single Malt Whisky mögen. Wenn Sie also irgendwo einen Onkel haben und dem müssen Sie was mitbringen oder wollen Sie was mitbringen, dann ist das schön zu schenken. Aber auch wenn Sie sich als Einsteiger der Materie nähern und sagen, jetzt wollen Sie mal die intensiveren, komplizierteren Single Malt Whiskys probieren, wo also kompliziert im Sinne mehrerer Aromen, da versteckt sich hinter dem Rauch was anderes und. Wenn Sie sowas probieren wollen, ist das Sortiment auch genau das Richtige. Und vor allem, wenn Ihnen das Ding da doch nicht so wirklich schmeckt, dann haben Sie wenigstens nicht eine ganze große Flasche bei sich rumstehen. Ja, das soll es gewesen sein. Besonders eignet sich das zu Weihnachten zum Verschenken. Und ja, probieren Sie es. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.